Herzlich willkommen zu Super Mario World, meinem neuen Let's Play. Das Spiel kam 1990 für das SNES raus und ist meiner Meinung nach eins der besten 2D-Jump-Runs von Mario oder mit Mario. Und die Story ist, dass Bowser Prinzessin Peach entführt hat, überraschenderweise. So. Das erste Level, oder ist es noch kein Level, ist es nur Yoshis Haus. Hello, sorry, I'm not home, but I have gone to rescue my friends who were captured by Bowser. So, Yoshi ist jetzt noch nicht da. Das hier ist Yoshi's Island, das ist die erste Insel. So, neu in dem Spiel ist der Spin Jump, den man auf Gegner so drauf springen kann, dass sie sofort sterben. Man kann auch Blöcke damit sofort zerstören. Zack. Ja, diese Dinosaurier, wenn man da normal drauf springt, laufen sie so platt gedrückt weiter. Wenn man aber seinen Spin-Jump ausführt, sind sie direkt tot. So, es gibt in jedem Level 5 Yoshi-Coins, die einem aber nur Leben bringen. Also die gehören nicht zu den 100%, soweit ich weiß. Also zumindest nicht, dass man alles frei bekommt. Und damit überhaupt nichts zu tun. So, jetzt geht wieder rein, Mario. So, hier ist noch eine Yoshi-Coin. Die Münze nehme ich mal noch mit. Zack. Und dann bin ich hier direkt im Ziel. Was steht hier? A point of advice: You can hold an extra item in the box at the top of the screen. Yep, das weiß ich. Wenn ich jetzt eine Feuerblume einsammle, dann kommt mein Superpilz da oben in dieses kleine blaue Kästchen, das sieht man dann bestimmt. Den kann ich dann von oben so rausfallen lassen, wenn ich Select drücke. Was aber dumm ist, weil der Superpilz dann einfach nur verschwindet, soweit ich weiß. Oder wieder da reinkommt, aber ich glaube, der verschwindet einfach nur. So, hier ist die erste Feuerblume drin. Diesmal ist es keine Ballblume. So, zack. Diese Kugelblies, die sind auch ziemlich groß. Ich habe eine Münze vergessen, aber da geht es jetzt nicht um die Münzen, es geht mir nur um die Exits. Ja, und wenn man diese Stange da trifft, dann bekommt man solche Sterne da oben. Diese roten Sterne, und wenn man 100 hat, geht es in so ein Bonus-Level. So, und das wäre Level 1 gewesen. So, das ist ein bisschen doof, dass Mario jetzt da hochläuft. Ist das jetzt zu Luigi wechselt? So, ich bin jetzt kurz mit Luigi gestorben, damit ich den Weg nicht laufen muss. So, das hier ist sowas wie ein Bonus-Level. Also es ist kein richtiges, es gibt immer so Schalterpaläste, da gibt es 3 davon. Ich könnte ein bisschen schneller laufen mal, bitte. Gut. Ja, ist auch egal. Und hier ist der Schalter. Jetzt werden diese gelben kleinen Kästchen in diese gelben Blöcke verwandelt. Die gab es jetzt im Level, das ich gerade gemacht, nicht. So, hier kann man auch immer speichern. Mit dem Level, das ich jetzt mit Luigi machen werde, gibt es diese Blöcke. Wenn man die einmal verwandelt hat, kann man die auch nicht mehr zurückverwandeln. So, hier kann man sich ein Leben holen. Die kommen, glaube ich, immer Pilze raus. Das ist Luigi. Der steuert sich aber identisch wie Mario. So, Yoshi gibt's ja auch, der ist hier neu. Der war zwar auch schon für Super Mario Bros. Geplant, aber es war laut Miyamoto nicht möglich. So, nehme ich das mal alles mit. Er kann ja noch nicht seinen Flatterflug. So, hier geht's doch nirgends rein. Jetzt mal, hier ist irgendwo eine Feuerblume drin. Hier ist aber ein Leben drin. Sie
sind auch diese Monty-Maulwürfe, ich glaube, die könnten sogar auch neue sein. Da fällt mir gerade was ein, und zwar diese Blume. So, ist hier oben noch eine Yoshi-Coin. Kann man ihr mal zeigen. Wenn ich schon weiß, wo sie ist. Und jetzt habe ich alle und jetzt habe ich ein Leben bekommen. Wie ich es gesagt habe. Wenn man 5 von diesen Bären eingesammelt hat, bekommt man auch ein Item, glaube ich. Ist aber jetzt auch nichts Besonderes. Yoshi kann natürlich auch seine Zunge benutzen. Und hier ist das Tier, glaube ich. Und 40 Punkte habe ich bekommen. Das höchste, was man bekommen kann, ist 50. Und weiter geht's ins nächste Level. Aber nicht mit Luigi, sondern mit Mario. So, der muss jetzt erstmal hinlaufen. Der hat jetzt Yoshi nicht dabei. Dann kannst du, soweit ich weiß, mit Select. Ne, mit L und R kann man so sein Leben so hin und her tauschen. Habe ich jetzt aber nicht nötig. So, muss ich noch nicht machen, dass ich mit einem Game Over gehe. Muss ich das machen? Hier geht es zwar lang, aber das. Ich glaube, hier kommt man nur mit Yoshi hoch. Ich muss hier oben lang. Oh, was bringt das? Gar nichts. Ja, es wird halt alles extrem vereinfacht durch diese Blöcke. Aber das werde ich natürlich nicht machen. Trotzdem hier lang laufen. So weiß ich aber, dass ich die Absicherung habe. Und jetzt habe ich auch Yoshi dabei. Komm mit. Zack. Ja, wenn man so einen roten Koopa einsammelt, dann kann man nicht Yoshi solche Feuerbälle schießen. Geht's hier rein? Nö. Ich glaube, wenn man da überall runter geht, müsste noch was sein, aber ich will es nicht doch aus, dass wir in den Tod springen. Zack. Kommt irgendwas? Ne, hier kommt nichts raus. Komm, gibt's nur diesen Block. Hier kommt auch eine Feuerblume raus. Ich habe sogar das Gefühl, dass man leicht fliegen kann mit Yoshi, indem man so nochmal drückt. Da kann ich auch komplett daneben liegen. So. Wenn man alle Exes. Also ich muss alle Exes sammeln, damit man so in so eine Special-Welt kommt. So weit bin ich jetzt noch nicht. Hätte ich jetzt auch etwas warten können, aber. Habe ich leider verpasst. So, und jetzt geht's ins nächste Level. Aber wieder mit Luigi. So, das ist jetzt kein Unterwasserlevel, wie es vielleicht zuerst aussah. Kann ich hier hoch? Ja, ich kann da hoch, aber. Lass ich jetzt mal. Zack. Hier kann man es jetzt ein bisschen einfacher machen, glaube ich. Ich versuche mal diesen blauen Schalter mitzunehmen. Oh, das war nicht nett. Yoshi, komm mit. Okay, ich lasse Yoshi einfach sterben, ist mir jetzt egal. Mist. Okay, Luigi ist gerade echt schlecht. Okay, das war aber schon das Level. Habe ich Glück gehabt. Gut. Jetzt geht es zur ersten Festung. Aber mit Mario, der auch noch Yoshi und eine Feuerblume dabei hat. Yoshi bleibt aber draußen. Der ist im Bogen nicht zugelassen. Man kann hier so dagegen klopfen. Und damit diese ich wollte gerade Goombas, Koopas besiegen. Kannst du mal zeigen. Zack.
Muss halt auf der anderen Seite sein. Warte mal ab, bis er weggeht. Am besten ich besiege die direkt. So, was der Schalter jetzt bewirkt, weiß ich nicht. Ach, hab ich Glück gehabt, ich dachte schon. Ja, hier kann man die Seiten wechseln, indem man hier dagegen klopft. Ist mir jetzt aber zu riskant, da irgendwie abzuspringen. Ich hätte jetzt zwar nicht die Seiten wechseln brauchen, aber ich habe es einfach trotzdem gemacht. Außerdem sind hier die ganzen Koopas auf der anderen Seite. Puh, was hat der? Der kommt drüber. Ich mach mal das hier. Zack. Ich bin jetzt sozusagen im Hintergrund irgendwie. Is man point of advice. One of Yoshi's friends is trapped in the castle by Iggy Koopa. To defeat him, push him into the lava pool. Yeah. Ah, ich wäre fast reingerannt. Ich glaube, wenn man ganz schnell durchrennt, müsste man sogar überleben, aber ich will jetzt nichts riskieren. So, wo ist der nächste? Reicht das, wenn ich hier stehen bleibe? Yep. Zack. Da muss man ganz schnell rein, sonst stirbt man. Yep, der ist doof zu besiegen, finde ich. Und ich habe meine Vollblume verloren. Also, was passiert? Was passiert hier? Zunächster Versuch, ich finde, das ist mit der schwierigste Boss von allen. Ich weiß nicht, entweder ich habe den noch nicht kapiert oder ich bin einfach nur schlecht. Ich weiß auf jeden Fall, was man machen muss. Ich krieg's nicht gebacken. Was? So, nach ein paar Versuchen bin ich jetzt auch mal wieder hier. Ich weiß nicht, ob es mit dem Spin-Jump vielleicht besser. Und jetzt habe ich es geschafft. Man sieht ja mein Leben, 5 Leben nur noch. Man muss ja immer bedenken, dass ich mit 2 Leuten spiele, also habe ich das Doppelte an Leben verloren. Das Doppelte minus 1. Weil ich jetzt mal Luigi geschafft habe. Mario has defeated the demented Iggy Koopa in Castle 1 and rescued Yoshi's friend who is still trapped in an egg. Together they now travel to Donut Land, also Welt 2. Ist ganz lustig, dass da Mario steht und da ist aber Luigi ist. So, das war's dann auch mit Part 1. Welt 2 mache ich schon beim nächsten Mal und tschüss.